Ich wühle gern in meinen alten Games. Schau auf Trödelmärkten, in Gebrauchtwarenläden und auf eBay nach alten Games. Eines Tages hielt ich ein Game in der Hand, welches sich Robo Warrior schimpfte. Alter Schwede, das könnte alles sein. Irgendwie muss ich bei dem Titel Robo Warrior sofort an Klassiker wie Mega Man, Turrican oder Contra denken. Und eigentlich kriege ich, wenn ich die Namen dieser Titel höre, gleich ein wohliges Gefühl in der Magengegend. Da war es mir gleich zuwider, dass meine Cartridge ein beschädigtes Label hatte. Ja, aber ich schätze, man kann manchmal einfach nicht alles haben. Naja, wo ich die Titel schon genannt habe, Mega Man, Turrican, Contra und Konsorten, da komme ich richtig in Shooter-Laune. Shooter, Jump'n'Run, Shooter. Na, dann wollen wir uns das Spiel doch mal anschauen. So. Was vergessen. So. Jetzt kann's losgehen. Ich hasse es, wenn die verdammten Spiele nicht laufen. Meine Fresse! Das ist deine letzte Chance, du verschissenes Spiel. Du läufst jetzt, verdammt nochmal! Fick dich! Endlich läuft das Scheißteil. Und die Musik düdelt munter drauf los. In diesem liebevoll unmotiviert dargestellten Intro kriegen wir die Story von Robo Warrior erklärt. Wir sehen einen grünen Planeten, einen Vogel und er wird rot. Jawohl, rot wird er. Nee, das war wohl nix. Keine Ahnung, was da los ist. Selbst zu NES-Zeiten hatte man schon schönere Intros gesehen, die die Story des Spiels erzählt haben. Aber das hier, keine Ahnung. Düdelmusik, Planet wird rot. Stimmt.
Scheiße. Oft zählt bei Spielen schon der erste Eindruck, die ersten 2 oder 3 Minuten, nachdem man seine Konsole eingeschaltet hat. In diesem Fall tun mir jetzt bereits schon die Ohren weh und der Magen dreht sich um. Nur von diesem scheiß Intro. Naja. Ich hoffe doch mal schwer, dass unter dem Plastikgehäuse des Spiels noch etwas mehr steckt, als man vielleicht erwarten mag. Okay, dann starten wir das Spiel mal. Ein Raumschiff, wahrscheinlich unseres, fliegt auf diesen bitterböse roten Planeten. Und aussteigen tut unser Robo-Warrior. Aber verdammt, wir spielen in der Draufsicht! Ich hätte jetzt irgendwas erwartet. Ein Action-Shooter, Jump'n'Run, Mega Man oder Contra von der Sorte irgendwie. Aber das sieht aus wie Bomberman. Naja, sammeln wir mal die ganzen Items da ein. Jetzt schauen wir mal. Okay, wir können also Bomben legen, wie in Bomberman, und diese Büsche da praktisch wegspringen, wie in Bomberman. Und, ach, oh, schießen können wir also auch. Okay, das ist neu. Au! Und wir können scheinbar auch Schaden nehmen, wenn wir getroffen werden. Was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Oh mein Gott! Wie nervig ist denn das? Man sprengt sich also praktisch. Ja. Okay. Dann probieren wir das Ganze halt nochmal. Wieder fliegen wir auf den Planeten. Irgendwie muss man sich diesen Scheiß scheinbar jedes Mal anschauen. Und auch diese wunderbare Landung hängt einem irgendwann so richtig aus dem Arsch raus. Man bombt sich also den Weg durch das Level, bombt Büsche über Büsche aus dem Weg und nutzt die Schussfunktion, um Gegner aus dem Weg zu räumen. Die Gegner lassen dann wiederum Bomben liegen, die man einsammeln muss. Denn die Bomben sind begrenzt und wenn man keine mehr hat, ist man richtig am Arsch. Diverse Items stecken unter den Büschen, die dem Robo-Warrior die Energie aufladen, ihm verschiedene Schussfähigkeiten geben oder Energie! Die Energie ist ein ganz besonderes Thema in diesem Spiel. Die Energie. Die Energie vom Robo-Warrior besteht aus einer Batterie. Und wie es Batterien so an sich haben, entlädt sie sich ständig. Das ist wie eine Zeitbeschränkung. Selbst wenn der Schrotthaufen nicht getroffen wird, verliert er ständig Energie. Und wenn er aber getroffen wird, dafür umso mehr. Man sitzt praktisch auf heißen Kohlen und verdammt! Statt dass der Schrotthaufen auf Standby steht, wenn er nicht bewegt wird, läuft er und läuft und läuft und läuft und läuft unendlich auf der Stelle, wenn man nichts drückt. Kein Wunder, dass dieser blecherne Duracell-Hase diese Kreuzung aus einer Ravioli-Dose und einem Vibrator immer weiter Energie verliert. Schaut her, ich bin Robo-Warrior und ich mache jetzt sinnlos meine Batterien leer. Aber das ist noch lange nicht alles. Während sich unsere Batterie unaufhörlich entlädt und wir immer näher ans Game Over rutschen, ist das erste Level auch noch endlos. Man kann es stundenlang spielen, wie in einer verdammten Endlosschleife,
die niemals aufhört. Das ist die Gamer-Hölle, die einen in den Wahnsinn treibt. Oh, meine Batterien sind alle. Erst, wenn man bestimmte Items gefunden hat, öffnet sich die verdammte Tür, die den Roboter-Krüppel aus der Endlosschleife der Apokalypse befreit. Diese Items können nach 3 Minuten unter irgendeinem Busch auftauchen, sie können aber auch nach 3 Stunden erst auftauchen. Aber die Batterieladung dieser Schrottkiste ist begrenzt und wenn man Pech hat, gehen einem auch die Bomben aus. Dieses Spiel ist eine verdammte Krankheit. Eine Krankheit! Fuck! Scheiß auf das kaputte Label! Scheiß auf die verdreckte Cartridge! Scheiß auf alles in und an diesem verdammten Produkt aus den tiefsten Tiefen der Videospielhölle! Scheiß auf dieses verdammte Spiel! Scheiß auf den schwulen Bruder von Bomberman! Scheiß auf RoboWarrior! Du kriegst, was du verdienst, Roboter-Schrotthaufen!